Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und wieder eine Frage von Martin aus Österreich. Hallo aus Österreich an das Team Modern Koi. Hallo nach Österreich vom Team Modern Koi. Beziehungsweise im Laufe meines Koi-Teichbau, der gerade begonnen hat, ein paar Fragen, die sich noch auftun werden, was ich mir sicher bin. Martin, mach mal ein bisschen mehr Satzzeichen, so ein hier und da ein Punkt und mach die Sätze ein bisschen kürzer, weil es ist nicht nur schwer zu lesen, sondern auch schwer zu verstehen. Meine wichtigste Frage mal vorab, und zwar, welche Folie würdet ihr empfehlen? Denn es wird ein eher natürlicher Teich, der zwei Stück bzw. einen Rand aus zwei Reihen Schalsteinen bekommt, bedingt wegen der leichten Hanglage. Und welche Tiefe bzw. Tiefen würdet ihr mir empfehlen? Denn es wird sicherlich sehr kalt in unserer Region. Die Maße werden sich auf 8 Meter Länge und 6 Meter Breite an der breitesten Stelle und zusammenlaufen auf ca. 2,50 Meter Breite ergeben als kleine Info. Also, Teichfolie hatten wir schon in einem anderen Blog für dich besprochen. Und jetzt geht es um die Tiefe. Ich bin nach wie vor, und je mehr Teiche ich sehe, 1,50 Meter die Tiefenzone und 50 cm die Flachwasserzone ist eigentlich ideal. Ob der Teich jetzt 1,40 Meter oder 1,60 Meter und ob die Flachwasserzone 40 oder 60 cm tief ist, spielt am Ende keine Rolle. Die einzige Ausnahme, und da habe ich es auch explizit empfohlen, und Dirk ist auch super happy mit, bei Dirk, da kommt demnächst auch ein Block mit seinen riesen Jumbo-Koi zwischen 80, 85 und 1 Meter X. Da habe ich empfohlen, mach 2 Meter, weil diese Tiere wirken mega imposant, wenn die auch in 2 Meter Tiefe schwimmen und die fühlen sich da auch wohl. Das sieht man auch, ich habe seine Fische mal bei mir zu Hause überwintert in 2 Meter Tiefe und da habe ich gesehen, das ist für diese Art Koi wahrscheinlich die richtige Teichtiefe. Für alles andere, wenn man vereinzelt so große Tiere hat, sind 1,50 Meter mehr als ausreichend. Die Teiche sind vor allem für kleine Fische, wie man weiß, stressfreier. Bei Konishi haben wir in vielen Versuchen gezeigt, dass sie eigentlich auch sehr viel besser in flacheren Gewässern wachsen. Und wenn ihr die Blocks vom Abfischen anschaut, dann lasst euch nicht trüben, auch wenn diese Naturteiche aussehen, als sei das Wasser dann nachher 30 Meter tief oder 20 Meter tief. Am Ende steht da auch nur ein 5,50 Meter Wasser drin und das ist eigentlich ideal. Auch was das Erwärmen angeht und was das Fangen der Fische angeht. Design im Tumor lassen wir jetzt mal außen vor. Da waren sich die Japaner jahrelang sicher, dass es eine Häufung gibt, was Tumorerkrankungen und Teichtiefe, dass es da eine Relation gibt, dass wenn die Teiche mal zu tief sind, dass es dann zu vermehrtem Tumoraufkommen kommt. Ich habe jetzt viele Leute interviewt und gefragt, die tiefe Teiche haben. Die haben alle gesagt, gibt bei ihnen keinen Zusammenhang. Kann man nicht sagen. Sandra Lechleiter sagt auch, es gibt keinen Zusammenhang. Dann muss ich sagen, dann ändere ich meine Meinung und sage, okay, was nicht wirklich zweifelsfrei bewiesen ist, ist eine Beobachtung und Beobachtungen können trügen. Trotzdem, 1,50 Meter tiefer Teich ist, auch was die Zutraulichkeit der Koi angeht, sehr viel besser und auch was das Beobachten der Koi angeht, sehr viel besser, weil wenn die kleinen Fischchen da nachher in 2 Meter Tiefe unten rumliegen, das ist auch nicht ideal. Flachwasserzone bin ich nach wie vor großer Fan davon, im Sommer lieben sie die Koi und wenn sie auch angeschlagen sind, konditionell nicht so gut drauf sind, lieben sie es. Und ich würde auf jeden Fall, weil du sagst, es ist ziemlich frostig bei euch, da würde ich nicht über die Teichtiefe gehen, sondern einfach über eine vernünftige Wandisolation. Boden würde ich nicht isolieren, dass da ein bisschen Erdwärme den Teich schützen kann. Höchstens, du sagst, du willst ihn auf alle Ewigkeiten heizen, aber wenn du den Boden isolierst, bist du wirklich auch auf alle Ewigkeit dazu verdammt, den Teich zu heizen, weil ansonsten gefriert er dir mitunter irgendwann mal komplett durch. Das wird er natürlich nicht, aber das wird dann für eventuelle Fische, die da drin sind und nicht geheizt wird, ein sehr unangenehmer Winter werden. Martin, vielen Dank. Grüße nach Österreich. Du hast jetzt schon einige Fragen geschickt. Mach mal kürzere Sätze und ein bisschen Satzzeichen, dann ist es auch für mich leichter zum Vorlesen. Wenn Sie Fragen haben, schicken Sie es auch. Vielen Dank und bis zum nächsten Blog. Ciao.